So, wir haben 41 Zuschauer, es kommen immer noch mehr rein, das freut mich sehr. 42, super, 43, das freut mich sehr, dass sich so viele auch für dieses so wichtige Thema, für die Polizeiarbeit interessieren. Und deswegen starten wir auch pünktlich. Herzlich willkommen in unserem Panel Bessere Organisation der Polizei. Organisation ist sehr wichtig für die Polizei und wir wollen uns heute mal dieses ja auch schwierige Thema vornehmen, aber ein hochrelevantes, wie wir unsere Polizei aufgebaut haben in NRW. Wir, das sind, ich weiß, man nennt sich nicht immer zuerst, aber ich starte mal mit mir selber und stelle dann unsere Gäste vor. Moderation werde ich übernehmen, Monika Düker, Mitglied des Landtags seit 2000. Und habe 10 Jahre lang, nämlich von 2000 bis 2010, das gemacht, was die Verena Schäfer jetzt macht, war innenpolitische Sprecherin, war dann auch einige Zeit Fraktionsvorsitzende. Auch das in guter Tradition macht Verena Schäfer jetzt und habe quasi ihre Funktion vor ihr gemacht und war auch mal 2 Jahre Vorsitzende hier im Innenausschuss. Bin dem Thema immer auch noch, wie soll ich sagen, so DNA-mäßig verbunden. Und bleibe das wahrscheinlich auch. Und deswegen freut mich sehr, dass ich heute diesen Workshop hier moderieren darf. Und wir, das sind unsere Gäste. Ich mache es mal alphabetisch mit dem Armin Bonert. Ist auch ein langjähriger. Wir haben gerade schon über deinen schönen Stern da im Hintergrund gesprochen, der viele Komponenten hat. Erstmal kommt er aus Baden-Württemberg. Ich glaube, das ist erstmal das Erste. Zweitens ist er ein Polizist, ich glaube 1986, also schon sehr lange dabei, Armin. 86 Polizist und er ist auch Grüner. Und das ist eine Kombination, die ja viele meinen, die es nicht so gibt, aber die gibt es bei uns. Und das freut uns sehr, dass sich auch viele Polizeibeamtinnen und Beamte auch bei den Grünen organisieren und bei uns Polizei, bei uns Mitglied sind. Du bist seit 2010 Mitglied bei den Grünen, also länger Polizist als Grüner, aber dann direkt engagiert eingestiegen und hast ein Gremium gegründet, was auch viel beachtet ist, nämlich sogenannte Polizeigrün und bist in der LAG Demokratie, Inneres und Rechts mit in Freiburg und Mitbegründer eben des Vereins Polizeigrün. Ein sehr interessanter Verein. Ich sag mal ein Zitat da draus von eurer Homepage. Euer Motto: Die Polizei muss sich weiter zur bürgernahen Polizei entwickeln, transparenter und offener werden. Ich hoffe, da habe ich das richtige Motto für euch gewählt, um dich hier vorzustellen. Und so ist die Sonnenblume mit dem Polizeistern und mit Baden-Württemberg hinter dir zu sehen in der Kombination. Und unser, freue ich mich auch sehr, ich auch sehr lange kenne, Michael Mertens, Vorsitzender der GdP hier in NRW begrüßen zu können. Michael Mertens, genannt Mecki Mertens. Wenn ich mir das zwischendurch rausrutscht, sieh es mir bitte nach, weil ich dich auch nur unter diesem Namen so kenne. Ich glaube, alle nennen dich so in der Polizei. Und wir haben eins gemeinsam. Wir haben dasselbe Geburtsjahr und guter Jahrgang, Babyboomer. Aber sonst eine ganz andere Laufbahn hast du genommen. Du bist sehr lange schon Polizist, seit 79. Du hast die ganz klassische Laufbahn eingeschlagen mit Bereitschaftspolizei, Einsatzhundertschaft, Studium an der Fachhochschule, dann DGL, also einmal ganz durch. Und ich glaube, du kennst die Polizei wirklich auch von innen aufgrund deiner vielfältigen Arbeiten sehr gut. Bist jetzt, ich nehme mal die ganzen anderen Funktionen weg, sonst wird es zu lange, bist jetzt Vorsitzender der GdP und genau, und in der Funktion heute mit dabei, kommst aus dem Rhein-Erft-Kreis. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ein Kreis, der ja auch ne, echt gerade ziemlich Schwierigkeiten hat, was Hochwasser angeht und anderes. Ich weiß nicht, hoffentlich ist bei euch alles in Ordnung geblieben. Ja. Gott sei Dank. Genau, und eigentlich sollte jetzt der Oliver Rutsch noch dazukommen, der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Der fehlt uns leider noch in der Runde. Aber es sollte eh der Michael Mertens starten. Von daher warten wir noch mal auf ihn. Und ich würde dann noch ein paar allgemeine Hinweise geben, die wie immer bei diesen Seminaren, bei diesen Webinaren oder Zoom-Konferenzen wichtig sind. Erstmal, dass hoffentlich das Einverständnis, dass alle damit einverstanden sind, dass aufgenommen wird, aufgezeichnet wird. Das sind nicht die Chats, aber dass unser Probleme mit dem Zugang
Wir arbeiten dran. Kommt gerade ein Hinweis vom Mitarbeiter. Ja, da bin ich. Alles klar, vielen Dank. Super. Da, es hat geklappt. Ja, ich hoffe auch. Unsere Kriminalpolizei hat technische Hinweise, technische Probleme. Es sollte jetzt kein Um sein, hoffe ich, lieber Oliver Huth. Wir waren gerade in der Vorstellungsrunde und dann sage ich auch noch mal kurz Hallo zu Ihnen, Oliver Huth. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann Nachfolger von dem Sebastian Fietschler, noch nicht ganz so lange, das habe ich gar nicht finden können. Seit wann Monat. Sind Sie jetzt? Ein Monat, also noch ganz frisch. Genau. Vorsitzender, aber natürlich auch langjährig beim Bund Deutscher Kriminalbeamter engagiert. Wir kennen ihn auch aus vielen Anhörungen und Sachverständigengesprächen, wo Sie sich eingebracht haben und da auch sehr häufig sehr klar Positionen bezogen haben. Ich lasse es mal dabei und freue mich, damit wir jetzt einsteigen können, gleich auf die Diskussion, die technischen Hinweise. Alle sind mit der Aufnahme einverstanden. Sonst bitte melden, dass wir das auch nachher auswerten können und für uns politisch verarbeiten können. Alle Zuschauer sind nicht eingeblendet, können sich aber selbstverständlich gleich melden. Und wir können per Kommunikation kann hergestellt werden, per Audio, aber natürlich auch per Video. Wer Lust hat, sich per Video zuzuschalten, das geht auch. Das wird nicht, wie man das bei Zoom-Konferenzen kennt, selbst gesteuert, sondern durch unsere technischen Support, die Sarah Löffler heißt, aber sich hinter Julian Schönbeck verbirgt. Das ist leider gerade technisch nicht anders möglich. Sarah, wenn du auch bei technischen Problemen, wer da was hat, kann sich an die Sarah melden, entweder über den Chat oder wenn du deine Nummer dann nochmal in den Chat schreibst, dass das alle sehen können, dann würde sie euch oder sie dann freischalten und dann auch das Wort geben. Also das wird zentral gesteuert, also auch Stummen und Endstummen wird zentral gesteuert. Genau, was ist noch wichtig? Gesteuert wird auch Galerie-Sprecheransicht. Wir sind jetzt in der Galerieansicht. Die Sarah wird es so organisieren, dass immer der Sprecher im Vollbild ist. Kann man aber oben rechts unter Ansicht sich dann auch selber wieder auf Galerie schalten, wenn man das lieber hat. Also je nachdem, Sprecher oder Galerie kann selbst eingestellt werden. Dann haben wir zwei verschiedene unten Tools, F und A. Das ist Frage- und Antwort-Tool und der Chat. Frage- und Antwort-Tool ist dann immer für alle. Da können wir dann, wenn Fragen kommen, auch sehr schnell drauf reagieren. Für Wortmeldungen Hand heben, das sehen wir dann auch in der Teilnehmerliste. Das kennen sicher alle und da ist auch schon die Nummer von der Sarah, falls was schief läuft. Genau, Chat und Frage-Antwort-Tool kann genutzt werden. Und bei technischen Hinweisen Sarah und nach Ende des Panels kann wieder zurück in das Hauptwebinar gegangen werden und dann müsste man sich wieder über den anderen Link einloggen, weil wir sind ja jetzt in einem anderen Link. Sarah, habe ich was vergessen? Nein? dann können wir auch starten. Genau, worüber reden wir? Wir reden über die Organisation der Polizei und ob sie gut aufgestellt ist. Und wenn nicht, dann was wir verbessern müssen. Und damit, da ich alle Zuschauer, ich sehe auch die Namen, viele kenne ich nicht ganz einordnen kann, von welchem Level aus wir in die Diskussion einsteigen, würde ich kurz zeigen, was das heißt, Organisation der Polizei, und würde die Sarah bitten, da mal eben die beiden, oder ich habe zwei Charts, um das nochmal im Überblick zu zeigen, auf welcher Grundlage wir diskutieren. Das ist jetzt ein längerer Vortrag, den will ich nicht zeigen hier, die 100 Charts, sondern nur zwei daraus. Es ist ein älterer Vortrag. Genau, das ist die Polizei, wie sie sich gerade in NRW darstellt. Wir haben, da steht noch MIG, das ist halt alt aus der letzten Legislaturperiode, seht es mir nach. Dann haben das Innenministerium und drei Landesoberbehörden, die direkt als Oberbehörden dazugeordnet sind. Das Landeskriminalamt, das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Da wird die gesamte Beschaffung auch organisiert. Wenn die Polizei neue Dienstwagen braucht, Waffen, was auch immer. Also alle zentralen Dienste werden da gesteuert. Und das wichtige LAFP, Landesamt für Aus-, Fortbildung und Personalangelegenheiten, wo unsere Ausbildung organisiert wird. Und daneben gibt es, und das wird halt heute unser Thema sein, 47 Kreispolizeibehörden. Das sind 18 Polizeipräsidien und 29
Landratsbehörden. Jetzt sagt man, warum 18 Polizeipräsidien? Wir haben doch eigentlich 20 kreisfreie Städte. Ja, das ist dann noch komplizierter. Wir haben Köln und Leverkusen als zwei kreisfreie Städte in einem Polizeipräsidium gebündelt. Und wir haben Essen und Mülheim zusammen in einem Polizeipräsidium. Also Polizeipräsidien, an deren Spitze ein Polizeipräsident steht, der vom Innenminister ernannt wird. Und wir haben die sogenannten Landratsbehörden, wo der Landrat dann dort Behördenleiter ist. Und jetzt, Sarah, bitte das zweite Chart, warum das ein Problem sein könnte. Nee, 21 war das. Mach einfach auf 21. Das ist jetzt, ich überspringe das, das ist ein alter Vortrag und gehe mal in die Problembeschreibung. So, und wenn wir uns jetzt umschauen in Deutschland, sagen, ist das jetzt irgendwie doch eine absolute Ausnahmeerscheinung. Nämlich, wenn wir mal in die großen, in größere Flächenländer gehen, haben wir, was die Einwohnerzahl angeht, wenn wir nur mal sehen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern haben zusammen 33 Millionen Einwohner und Achtung, 34 Behörden. Und wir haben in NRW knapp 18 Millionen Einwohner und 47 Polizeibehörden. Das ist der Sachstand. Und seit ich Landespolitik mache, wird darüber diskutiert, und das ist jetzt schon über 20 Jahre, ob wir wirklich mit 47 Polizeibehörden gut aufgestellt sind oder nicht. Das sind alles vier Länder, die in den letzten Jahren Organisationsveränderungen gemacht haben, Strukturveränderungen herbeigeführt haben und vor allen Dingen die Behördenanzahl reduziert haben. Und wir ragen da wirklich raus. Also wir haben so viele Behörden wie eigentlich alle anderen zusammen oder noch mehr. Und das finde ich eigentlich die Zahl, wenn man die mal so auf sich wirken lässt, dass man sich die Frage stellt, können wir uns besser organisieren, dass die eine mit einem realen Hintergrund ist. Und wir haben neben den 47 Polizeibehörden, die machen natürlich nicht alle alles, sondern wir haben darunter noch sehr viel ausdifferenziertere Strukturen. Also wir haben sogenannte Hauptstellen, die dann bestimmte Kriminalitätsbereiche bearbeiten. Wir haben die Bereitschaftspolizeien, wie viel sind es jetzt? 18, die ja auch nicht an jedem Standort sind, die Hundertschaften und so weiter und so fort. Das heißt, unterhalb dieser Behörden haben wir noch ausdifferenzierte Zuständigkeiten. So, das ist der Sachstand. Es gab viele Versuche, das zu ändern. Es gab viele Vorschläge und eigentlich ist nichts draus geworden. Seit 20 Jahren diskutieren wir über das Thema und deswegen diskutieren wir weiter, weil wir meinen als Grüne, es sollte darüber gesprochen werden, ob und wo da Problemlagen sind, die wir besser machen können, gerade angesichts der Herausforderung, die wir ja auch im Eingang des unserer Veranstaltung gehört haben von Verena und von den Beiträgen, die wir bis jetzt gehört haben. Die Frage, wo ist das Problem und können wir es besser machen? Und diese Frage stelle ich jetzt. Sarah, kannst du den Chart wieder wegmachen? Ich glaube, alle haben es auf sich wirken lassen. Können wir das besser machen, lieber Michael Mertens? Fragezeichen. Ja, liebe Monika, liebe Gäste im Chat, danke für die Einladung und die nette Begrüßung. Die Vorstellung, dass mit dem Mäcki kann ich gut mehr leben, wird scheinbar immer bekannter. Der richtige Name geht da schon mal unter, aber ist auch gar kein Thema für mich. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit, Monika, neben unserem gemeinsamen Geburtsjahr sind wir genau gleich lang im Thema innere Sicherheit und Polizei unterwegs. Nämlich genau seit 2000 darf ich für die GdP maßgeblich die Geschicke mitgestalten. Und seitdem kennen wir uns auch, haben es, das darf ich jedenfalls von meiner Seite sagen, auch schätzen gelernt, gerade im Thema innere Sicherheit. Und ich freue mich, heute darüber reden zu können. Du hast eins noch nicht erwähnt. Wir waren ja mal fast kurz davor, Behörden zusammenzulegen. Das war das Scheu-Ergebnis, Zollkommission, die ein Ergebnis präsentiert hatte. Und das war ein großer politischer Diskurs und hat die Polizei extrem strapaziert bei diesem Thema, was emotional ja auch belastet ist. Ich möchte mich einfach mal von dem Reflex trennen, dass Politik auf einer Seite sagt, wir müssen das jetzt machen. Und Gewerkschaften, jedenfalls bei GdW, sagen, wir müssen gar nichts verändern. Das will ich mal beiseite legen, sondern wie du anmoderiert hast, geht es ja nicht darum, sich neu zu organisieren, sondern sich neu zu organisieren, damit wir besser werden können
in der Polizei. Alles andere wäre ja einfach nur, sich mit sich selber beschäftigen, ohne ein besseres Ergebnis zu haben. Deswegen fand ich auch deine Auflistung der anderen Bundesländer sehr interessant. Wir müssten jetzt mal da schauen, was hat sich in den Bundesländern, nachdem die sich neu organisiert haben, verbessert. Ist die polizeiliche Arbeit wirklich besser geworden? Und dann müssen wir mal anfangen zu sagen, was zeichnet polizeiliche Arbeit aus? Was macht sie besser? Welche Parameter haben wir? Und wenn wir in die Diskussion einsteigen bei diesem Thema, muss das ganz, ganz vorne stehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir die Polizei verbessern und neu organisieren wollen, dann gilt es auch mal zu überlegen, wie sind Staatsanwaltschaften und Gerichte organisiert. Weil die Dinge müssen ja auch zusammenspielen. Dann macht es in Nordrhein-Westfalen Sinn, eine gemeinsame Diskussion in allen Bereichen zu führen, um da auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Und der kurze dritte Input, den ich geben möchte, ist, wir haben es ja in den letzten Jahren, das weißt du auch, Monika, neu organisiert. Wir hatten mal das integrative Modell und haben auf das Direktionsmodell umgestellt. Da musst du vielleicht einen Satz zu sagen. Ja. Ich gehe da mal rein. Also, wissen, glaube ich, nicht alle. Ganz kurz, wir hatten früher einfach gesagt, Polizeidienststellen, Polizeiinspektionen, in denen alles in einer Hand lag. Die kriminalpolizeiliche Bekämpfung der Kriminalität, die Einsatzbewältigung durch den Wachdienst, als auch den Bereich Verkehr, Verkehrsüberwachung. Und innerhalb dieses integrativen Modells konnte auch Personal mal verschoben werden und konnte man situativ auf Probleme vor Ort reagieren. Dann hat man umgestellt auf ein Direktionsmodell. Nun haben wir drei Direktionen, Verkehr, Gefahrenabwehr im Einsatz und Kriminalität. Und die arbeiten für sich. Man verzahnt sich natürlich, aber jedes Modell denkt natürlich auch in ihren Strukturen. Das ist umgestellt worden. Normalerweise gibt es dazu, wenn was verändert wird, eine Evaluation, also eine Bewertung, was hat wirklich funktioniert, was hat nicht funktioniert. Die habe ich bis dato nie gelesen. Die müsste auch mal gemacht werden, um zu sagen, was ist besser. Dann haben wir ja schon mal Behörden zusammengelegt. Du hast eben gesagt, Monika, Leverkusen und Köln, Essen und Mülheim-Ruhr sind zusammengelegt worden. Die Autobahnpolizei ist als einstehende Dienststelle aufgelöst worden und in diesen größeren Polizeibehörden eingeflossen. Jeder sagt heute, in Köln ist das nicht ganz so gut gelungen mit Leverkusen gemeinsam. Da hat es nicht funktioniert. Köln ist viel zu groß. Niemand hat mal irgendwas auch da evaluiert, bewertet und auch nichts geändert. Deswegen lasst uns eine Bestandsaufnahme machen. Was hat damals gut funktioniert? Was hat sich wirklich verbessert? Was hat Synergien gebracht und was nicht? Und wir haben noch eins gemacht, was aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler war. Wir haben die Mittelinstanz als Bezirksregierung für die Polizei aufgelöst. Die Synergien suche ich heute noch. Uns fehlt aber die Mittelinstanz, um quasi auch ortsnahe Probleme ortsnah zu regeln. Das möchte ich einfach mal so als Input geben, als Diskussionsgrundlage, möchte es dabei erst einmal belassen. Danke, Michael. Gut, dass du das mal mit Köln direkt angesprochen hast, um es mal anschaulich zu machen. So eine Behörde wie Köln hat jetzt 5.000 Mitarbeitende über den Daumen. Und unsere kleinste Kreispolizeibehörde ist, glaube ich, immer noch Olpe mit, wie viel sind es? 200, 300, 400, also weniger als ein Zehntel davon. Und das ist so die Bandbreite. Und jetzt ist das eine gute Überleitung zum Oliver Huth. Natürlich, sagen wir mal, Wirtschaftskriminalität, Cybercrime, die ganz großen Probleme, vor denen die Kriminalpolizei steht, werden natürlich nicht in Olpe bearbeitet. Ne? Das wissen wir, sondern das wird natürlich nur in den großen Behörden bearbeitet. Und in dieser Zersplitterung, wo sehen Sie da die Probleme, dass nicht alle alles machen können und irgendwie ja zusammenwirken müssen? Die Problemanalyse aus Ihrer Sicht. Ja, also die Kriminalitätsphänomene haben sich ja einfach verändert. Da darf man die Augen gar nicht vor verschließen. Wir haben das gerade schon im Eingangsstatement gehört von meinem Direktor beim Landeskriminalamt. Ich erinnere da an den Cyberangriff auf die Uniklinik in Düsseldorf. Und wir haben jetzt eigentlich eine Struktur, in der die Kriminalpolizei, so wie sie sortiert und aufgestellt ist, weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Das liegt daran, dass viele Behörden, auch gerade Landratsbehörden, bei gewissen Phänomenen selber nicht handlungssicher sind. Und das fängt schon früh an. Da brauchen wir gar nicht
nach diesen großen Phänomenen gucken wie Cybercrime, sondern wir sortieren uns unten. Es geht schon um die Kommissionsfähigkeit. Das kennt jeder aus dem Fernsehen, der am Wochenende Tatort guckt. Das sind zwar immer nur zwei Kommissarinnen und Kommissare, die zusammenarbeiten, manchmal ein Dritter, aber worüber reden wir? Wir reden darüber, dass Kriminalität für einen Zeitraum X in einem Team bearbeitet wird. Das nennen wir dann Ermittlungskommission, genauso wie eine Mordkommission. Und die Behörden sind nicht mehr in der Lage, solche Strukturen aufzubauen, zu etablieren und zu halten und Phänomene zu bekämpfen. Jedenfalls nicht so in der Lage, dass sie schlagkräftig sind. Wir müssen zweitens den Blick darauf richten, dass Kriminalität seltenst, also gerade in den exponierten Kriminalitätsfeldern, nicht mehr von ortsansässigen Tätern begangen wird. Also wer heutzutage noch den Einbrecher sucht, der in seiner Stadt auch einbricht, der kann hier und da fündig werden. Aber die Tätergruppen, die den großen Schaden anrichten und hohe Fallzahlen wirklich dann in Nordrhein-Westfalen platzieren, das sind internationale Tätergruppen. Und da tun wir uns oft schwer, Ermittlungskommissionen zu etablieren, behördenübergreifend über längeren Zeitraum, um diesen Tätern das Handwerk zu legen. Warum? Weil die Behördenführer, Landräte, Leute in Verantwortung natürlich sagen, ich muss meine Ressourcen hier einsetzen, um den Lokalkolorit zu bekämpfen, das lokale Phänomen zu bekämpfen, und kann jetzt nicht für einen anderen Landrat Kriminalitätsbekämpfung vorantreiben. Da haben wir also ein Riesenproblem. Wir sind viel zu unflexibel bei der Bekämpfung von solchen Kriminalitätsfeldern. Da ist Luft nach oben, und das Behördenmodell, was wir dort im Moment vorfinden, zeigt halt, dass gerade die Struktur bei der Kriminalpolizei nicht so ausgerichtet sind, dass sie entsprechende Phänomene eigenverantwortlich umfangreich bekämpfen können. Mitunter kommen wir teilweise unserem gesetzlichen Auftrag nicht nach, wenn ich wirklich an die neuen EncroChat-Daten denke, an die Serverüberwachung. Das ging ja auch durch die Medien, was unsere internationalen Partner uns da angeliefert haben. Wenn ich dann mit Leitern der Direktion Kriminalität spreche, insbesondere mit den Landratsbehörden, sagen die mittlerweile, dass sie ein Drittel ihres Personals bei der Bekämpfung der Kinderpornografie einsetzen. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass andere Kriminalitätsfelder liegen bleiben. Das ist ein weiterer Punkt, der einfach zur Kritik reicht. Das Dritte, was wir uns einfach angucken müssen, ist der Aufbau der Behörden, gerade bei zum Beispiel bei der Direktion Kriminalität. Die Erlasslage sah vor, dass Behörden sich überlegen können, ob sie etablierte Strukturen etablieren, die es ermöglichen, im Spät- und Nachtdienst eine Kriminalwache aufzustellen. Das bedeutet, dass im Spät- und Nachtdienst auch Kriminalpolizei vor Ort wirkt. Das ist in manchen Behörden passiert, in manchen nicht. In manchen gibt es einen Bereitschaftsdienst. Das führt zwangsläufig dazu, dass Kriminalitätsphänomene mangels Lernkurve, aber auch natürlich mangels Erreichbarkeit nicht so bearbeitet werden können, wie sie sollen. Und zuletzt, es gibt Behörden, die nach wie vor immer noch keinen Einsatzdruck zur Kriminalitätsbekämpfung haben. Das heißt, kurzzeitige Observationen sind nicht möglich. Das heißt, am Ende des Tages haben wir an verschiedenen Standorten unterschiedliche Möglichkeiten, Kriminalität zu bekämpfen. Und das kann so nicht bleiben, wenn wir in Zukunft gucken, wenn wir wirklich uns den großen Kriminalitätsfeldern stellen wollen. Deswegen muss man hier wirklich überlegen, wie die Kripo schlagkräftiger wird. Danke, das war sehr konkret und sehr auf den Punkt mit dem Ergebnis, dass Ihre Analyse ist, wir haben nicht die gleichen Standards im Land für alle Menschen bei der Kriminalitätsbekämpfung. Und zu Baden-Württemberg. Ihr habt das alles vor Jahren gemacht, Armin, und du kennst wahrscheinlich diese Diskussion alle sehr gut. Das Ziel, was wir auch immer als Grüne hier im Landtag formuliert haben, und das wäre jetzt wieder ganz spannend zu hören, ob das für euch dann tatsächlich auch was gebracht hat und wie der Prozess war, war, dass alle Polizeibehörden grundsätzlich alle polizeilichen Aufgaben machen können, keine Zersplitterung mehr da ist und damit auch eine bessere Ressourcensteuerung und eine bessere Standardsetzung im Sinne jetzt auch von Herrn Huth, dass sozusagen da besser gesteuert werden kann durch diese Großbehörden. Was Michael Mertens sagte, ist die Frage, ist das wirklich dann eine bessere Polizeiarbeit? Da hätten wir jetzt den Praxistest bei euch in Baden-Württemberg und bin gespannt auf deine Analyse, wie ist es bei euch gelaufen und was ist gut und was ist vielleicht auch so gelaufen, wo ihr sagt, wenn ihr das anpackt, das sollte man nicht machen. Das wäre ja auch wichtig zu wissen. Okay. Also zunächst einmal war es auch bei uns nicht die erste Polizeireform und ich würde auch nicht unterschreiben, dass jede Polizeireform per se sofort Effekte bringt und gut ist und die Polizeiarbeit besser macht. Man muss schon gut überlegen, was man genau macht, weil es bringt natürlich auch ein Stück weit Unruhe in die Organisation. Das ist völlig klar und eine Organisationsreform allein ist auch nicht das Wundermittel. Aber und die Parallelen sind eigentlich recht deutlich. Wir sind im Prinzip mit einer ähnlichen Ausgangsbasis gestartet, mit 37 Polizeidirektionen und Polizeipräsidien, mit völlig heterogener Struktur, also die kleinste auch so 200 Mitarbeitende.
und das größte 2000, also eine relativ hohe Bandbreite. Und ein damaliges, also damals hieß es noch Landespolizeidirektion Stuttgart, der Ballungsraum war natürlich in der Lage, handlungsfähig zu sein in allen Bereichen. Ja, und kleinere Polizeidirektionen waren auch damals nicht in der Lage, eine Sonderkommission mit den Standards, die es entsprechend natürlich immer gewachsen sind, auch zu stellen. Dazu kamen natürlich Herausforderungen, Professionalisierungen im Bereich Cybercrime, Vermögensabschöpfung, Notrufwesen, Einsatzmanagement, Bewältigung von großen Kriminalitätslagen. Das hat der Kollege Huth ja auch aufgelistet. Das ist das, was die Polizei letztendlich fordert. Und wir sind den Weg gegangen und haben letztendlich gesagt, wir brauchen vergleichbare große Organisationseinheiten und jede Organisationseinheit ist grundsätzlich in der Lage, alle polizeilichen Lagen, die auf sie zukommt, auch zu lösen. Und für die ganz, ganz großen Dinge, für die Sensationslagen gibt es immer noch in Spezialbereichen kleine Verbünde, also Verhandlungsgruppen oder bestimmte Betreuungsmodule werden immer noch Präsidien oder SGS, also Sonderkommission größere Schadensereignisse, werden bestimmte Präsidien dann immer noch zusammengeschaltet, weil es gibt tatsächlich mittlerweile polizeiliche Ausnahmelagen, die keine Behörde allein bewältigen kann. Aber letztendlich hat man es geschafft, ich sage mal, in einer deutlich geringeren Bandbreite vergleichbare Organisationseinheiten mit grundsätzlich gleichem Aufbau zu schaffen. Und wenn wir heute uns anschauen, dann hat jedes Polizeipräsidium, es sind gar nicht mehr 12, man hat noch ein 13. tatsächlich geschaffen, wegen einer regionalen Besonderheit des Bodensees, der doch ein bisschen getrennt hat, das ganze Lokal, hat man es geschafft, in jedem Polizeipräsidium mittlerweile ein modernes Führungs- und Lagezentrum einzurichten, während in der Vergangenheit bei uns noch teilweise Notrufe auf sogenannten Leitrevieren aufgelaufen sind und entsprechend dann auch nicht professionell abgearbeitet wurden. Wir haben mittlerweile in jedem Polizeipräsidium einen Kriminaldauerdienst rund um die Uhr. Jede Kriminalpolizei hat eine Fahndung. Jedes Präsidium hat eine rund um die Uhr Unfallaufnahme. Also das sind alles Standards, die wir quasi flächendeckend quasi in jedem Polizeipräsidium mittlerweile haben. Und wir haben auch festgestellt, dass die Polizeipräsidien ab einer gewissen Größe in der Organisation durchaus flexibel sind, eigene Schwerpunktsetzungen zu machen, temporär mal die Kriminalpolizei zu verstärken, Unterstützungsleistungen zu bieten. Also die Flexibilität innerhalb der Behörde ist natürlich größer, ja, wenn ein gewisser Personalkörper vorhanden ist. Also bei uns ist das die Grenze ungefähr 1.000, ja, und geht bis zu 2.000. Wenn man jetzt über 5.000 redet, ist das natürlich schon eine sehr, sehr große Behörde, macht es nicht einfacher. Und wir haben auch lernen müssen, mit dem Wegfall des Mittelbaus umzugehen. Also das Innenministerium führt mittlerweile direkt 13 Polizeipräsidien. Aber wir stellen fest, es funktioniert. Also wir sind jetzt seit 2014 in der neuen Struktur und grundsätzlich funktioniert es. Was man nicht machen darf, man kann nicht die große Organisation ändern und die Leitungsebenen und gewisse Dinge zentralisieren und gleichzeitig noch an der Basisstruktur hier auch noch Veränderungen vornehmen. Also wir haben unsere komplette Revierstruktur, also die Basisdienststellen komplett unberührt gelassen. Also man darf sich dann auch nicht zu viel vornehmen. Wie gesagt, so eine Organisationsveränderung birgt Unruhe, birgt Ängste. Da muss man die Kolleginnen und Kollegen auch mitnehmen. Und man darf sich auch nicht zu viel vornehmen. Aber im Bereich der, sagen wir, Konsolidierung der Gesamtbehördenebene, und ich kenne es ja, ich muss immer mit Verwunderung drauf schauen, das wäre bei uns undenkbar, dass wir Landräte quasi als Leitungsebene der Polizei haben und auch den Versuch zu unternehmen, die Polizei quasi parallel zu Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Landkreisen irgendwie so parallel auszurichten,
haben wir eine Absage erteilt. Wir leben letztendlich mit unserer eigenen geschaffenen Struktur, haben entsprechend mehrere Landkreise in unserem Präsidium und mehrere Staatsanwaltschaften und Gerichtsbezirke. Und tatsächlich, es funktioniert trotzdem. Ja, danke, lieber Armin. Sagst du vielleicht noch mal was zur Zeitschiene von sozusagen Beschluss? Wir machen das jetzt, bis es dann wirklich implementiert war. Wie lange dauert so ein Prozess? So über den Daumen bestimmt? 2 bis 3 Jahre. Ja. Das heißt, man macht sowas tunlichst am Anfang einer Legislaturperiode und nicht so gegen Ende, würde ich jetzt mal direkt, habt ihr wahrscheinlich dann auch so gemacht. Und die Widerstände hast du ja auch dargestellt, die bei uns ja auch gibt. Und natürlich gibt es Vorschläge auch bei uns, was eine sinnvolle Struktur gibt. Es gibt so eine 16er-Struktur. Also ich würde mal sagen, in NRW wäre das irgendwann zwischen 14 und 16 Behörden, wäre dann auch die große Größenordnung von 47 runter. Ich denke mal, diese ganzen, das Scheugutachten hat der Michael Mertens genannt, das würde bei uns in der Größenordnung landen. Ja, alle sollen alles können, damit mehr Ressourcen binden, bessere Steuerung ermöglichen und sich auch den großen Herausforderungen besser stellen zu können. Jetzt würde ich in die Runde gucken. Da sind ja, ich sehe ja auch, jede Menge dabei, die sich auch mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Und bitte doch jetzt mal unsere Zuschauer um eine Rückmeldung. Also Handheben mit dem Tool, da ist einer. Der Dirk Schimanski meldet sich aus Düsseldorf. Sarah, kannst du ihn zuschalten? Dirk, wenn das okay ist für dich, mit Video oder auch nur mit Ton? Auch von mir aus mit Video? Ja, genau. Dann schalten wir den Dirk mal dazu. Kollege aus der Düsseldorfer Altstadt, wenn ich das so sagen darf. Hoffentlich habt ihr den 11.11. gut überstanden, Dirk. Also ich bin nicht mehr in der Altstadt, da war ich bis Anfang des Jahres Dienstgruppenleiter und dafür ich bin mittlerweile der stellvertretende Leiter der Direktionsführung und Stelle für Gefahrenabwehr und Einsatz, also sitze im Büro. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bild gerade klappt. Nee, klappt noch nicht, aber dann... Aber ihr hört mich zumindest, ja? Genau, ja. Gut. Wir hören dich gut und deine Haltung zum Thema. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag aus Baden-Württemberg, den ich sehr interessant fand und auch das Plädoyer vom Medikar. Ich stehe auch ganz krass zu dem Scheugutachten. Also das ist mir, die Zersplitterung, die wir uns hier als Polizei erlauben, ist einfach nicht mehr sachgerecht. Die Argumente der Direktion Kriminalität gerade, die sind ja schon sehr eindeutig, aber es geht ja noch weiter. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass wir in jeder, sage ich mal jetzt despektierlich kleinen Behörde uns auch ein Versammlungsrecht beibehalten. Ich habe selber erlebt, wie dann da die Sachkenntnis ist zu diesem Bereich, wenn ich eine Demo anmelde. Das ist kein Vorwurf in diese Richtung, die können das nicht besser missen. Es macht aber keinen Sinn, solche Kompetenzen in allen Behörden vorzuhalten, sondern sowas sollte auch zentralisiert werden, damit man dort wirklich kompetente Ansprechpartner auch hat, die in der Materie stecken. Ein anderes Problem ist auch die BRO-Fähigkeit der verschiedenen Behörden. Wenn ich nach Mönchengladbach zum Beispiel rüberschaue, die haben nur noch eine durchgängig besetzte Wache. Das heißt, wir haben je nachdem, wenn es blöd läuft, in einer Situation in der BAO nur noch eine Führungskraft draußen. Da muss man sich eh aus anderen Behörden Leute dazu leihen, in Anführungsstrichen, die dort Einsatzabschnitte besetzen. Also das ist alles nicht mehr sach- und fachgerecht. Ganz wichtig ist eigentlich aber auch, dass wir einen Punkt klar machen müssen. Und das fand ich auch ein sehr guter Hinweis aus Baden-Württemberg. Es geht darum, die Strukturen zu straffen und zu zentralisieren, aber gleichzeitig die Präsenz vor Ort nicht zu schwächen, sondern vielleicht sogar noch auszubauen. Denn diesbezüglich sieht ja das Scheugutachten auch entsprechend ja, Ressourcen vor, die da freigesetzt werden können. Und die kann man dann wieder in die bürgernahe Polizei investieren. Das ist so meine Meinung dazu. Danke, Dirk, auch, dass du das nochmal so praktisch und anschaulich gemacht hast, weil es sind ja genau diese Beispiele, die Politik dann auch braucht, um zu erkennen, wo läuft es dann nicht rund. Jetzt ist die Julia Höller dran, wird aber bei dem Armin nochmal die Frage, dass du dann nachher auch nochmal ein Feedback gibst, auch nochmal zu diesen Synergieeffekten, ob ihr das eigentlich mal ausgerechnet habt, wie viele Stellen dadurch sozusagen im System freigesetzt wurden, wo man dann andere Sachen mitmachen konnte. Also ob es auch so eine Ressourcensynergieeffektanalyse gab. Würde ich mit auf die Frageliste nehmen, bevor ich es vergesse. Und jetzt sehe ich die Julia Höller. Wir können das gerade nur per Ton zuschalten, Sarah. Das ist völlig okay. Ja. Julia, hallo, sag doch kurz deinen Background für die anderen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil wir dich ja auch nicht sehen. Genau, also ich bin Julia Heller, ich bin Mitglied im Landesvorstand der Grünen NRW
Und ja, bin auch seit beschäftige mich seit vielen Jahren mit innenpolitischen Themen bei den Grünen und habe die ganzen Fragen um Polizeistrukturreform auch schon lange mitbegleitet. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Erstmal ganz vorneweg, vielen Dank. Ich finde das total spannend. Ich habe hier seitenweise schon mit voll geschrieben. Ich habe jetzt aber eine ganz konkrete Frage und zwar geht die auch so ein bisschen nach Bavü. Wie schafft man es, die Widerstände, die es ja gibt, sowohl in der Polizei auch, als auch außerhalb bei den Menschen vor Ort etc. in der Politik, wie schafft man es, die zu überwinden? Weil es da ja ganz, ganz viele Ängste gibt. Und ich habe so das Gefühl, wir reden da schon so lange drüber und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht so das richtige Patentrezept gefunden, um die Menschen, die es betrifft, auch da wirklich mitzunehmen. Das würde mich nochmal interessieren, ob es da irgendwelche klugen Dinge gibt, die wir vielleicht auch für NRW uns da auch einfach nochmal mit, ja, die wir da nochmal mitnehmen können. Vielen Dank. Ja, danke Julia. Ich würde das auch direkt an den Armin Bonert geben, verbinden eben mit dieser Frage der Synergieeffekte, weil damals, als wir hatten ja so ein Gutachten schon mal gemacht, kann ich mich gut erinnern, waren die Widerstände, naja, und das, was dann eingespart wird, das kommt dann in den großen Haushalt. Und ich habe gesagt, wenn so eine Reform gelingen will, muss man auch zusagen, dass die Synergieeffekte im Apparat selber bleiben. Das fand ich damals einen wichtigen Hinweis. Aber spannend von euch zu hören, was Julia gerade gefragt hat, wie geht man damit um? Wie seid ihr damit umgegangen mit den Ängsten? Welche gab es? Wie bei vielen Veränderungsprozessen muss man natürlich sehr, sehr viel erklären, sehr, sehr viel transparent machen und die Beteiligung ermöglichen. Ich glaube aber, ein großer Schlüssel für die Akzeptanz war eine sozialverträgliche Umsetzung mit einem sehr, sehr aufwendigen Interessenbekundungsverfahren. Also man hat wirklich alle, die von der Reform in irgendeiner Form betroffen waren, mit Ortsveränderungen zum einen die Möglichkeit gegeben, in einem Verfahren sich quasi neu zu orientieren mit mehreren Wünschen. Und teilweise hat man auch für Übergangszeiten einfach Standortmöglichkeiten, also einfach gelassen. Wir haben heute noch in unserem Gebäude zwei, drei Kollegen einer der ehemaligen LPD sitzen, Kriminaltechnisches Institut. Die wären zum Landeskriminalamt gewandert, aber von denen will ja kein Waffensachverständiger will natürlich nach Stuttgart fahren, wenn er in Freiburg zu Hause ist. Die arbeiten eigentlich einfach bis zur Pensionierung fertig in einer dezentralen Dependance des Landeskriminalamts. Und solche Lösungen hat man überall auch gesucht, weil es natürlich auch temporäre Lösungen sind. Also dieses Sozialverträgliche hat sicher zur Akzeptanz geführt. Und man muss einfach den Leuten die Ängste nehmen, dass die Organisationsreform jetzt plötzlich dann nur Nachteile bringt oder ihnen persönlich letztendlich schadet. Ich würde aber auch in einer Organisationsreform nicht zu viel versprechen. Ich habe es ja vorhin gesagt, also sie löst ja nicht alle Probleme, die Organisation, sondern die Leistung einer Organisation hängt zu einem Teil an der Organisation, zu einem Teil an der inneren Verfassung, an den Prozessen und ganz stark natürlich auch an den motivierten und leistungsfähigen Mitarbeitenden. Die freigesetzten Synergieeffekte, ist richtig, müssen in der Organisation verbleiben, also dürfen nicht ein Einsparpotenzial sein. Wir haben in Baden-Württemberg jedem Polizeirevier zwei Stellen gegeben. Also jedes Polizeirevier hat zwei Stellen dazu bekommen. Darüber kann man jetzt trefflich streiten, ob diese Gießkannenzuweisung wirklich richtig war oder ob man hätte eine Belastungsanalyse machen müssen und gewisse Organisationen stärker fördern. Und alles andere an Synergieeffekten ist eben in den Aufbau von Führungs- und Lagezentren, Dauerdiensten, Verkehrsunfalldiensten mit 24-Stunden-Abdeckung gegangen, die natürlich wie alle 24-Stunden-Dienste sehr viel Personalressourcen brauchen. Das ist völlig klar. Und das wirklich der Nachteil letztendlich bei uns war, dass wir im Zuge der Reform
wie viele andere auch jetzt in diese Pensionierungswelle reingegangen sind und derzeit noch mit großen Programmen, Ausbildungsprogrammen versuchen, die Pensionierungswelle aufzufangen. Und dieser Effekt sorgt bei vielen auch für den Eindruck, dass die Polizeireform eigentlich mehr Personal geschluckt hat, als sie eigentlich gebracht hat. Wenn man es aber berechnet, ist es nicht so. Wenn wir historisch reinschauen, muss man einfach sagen, dass wir die Standards gehoben haben. Und Standards kosten auch Personal. In eben diese 24-Stunden-Abdeckung, früher hatten nur die großen Städte einen Kriminaldauerdienst, mittlerweile hat es jedes Flächenpräsidium, teilweise sogar an zwei Standorten. Und dass das Personal braucht, muss jedem klar sein. Also man muss sehr offen und transparent mit diesen Dingen umgehen und auch sehr, sehr viel erklären, weil wir wissen alle, dass Veränderungen Ängste erzeugen und auf die muss man offen eingehen. Ja. Na, ich sag mal, für ganz banal gerechnende kann man ja sagen, 47 Behörden haben 47 Leitstellen. Wenn wir daraus 16 machen, kann man schon mal was, sag mal, Synergien berechnen. Also das schlägt einem ja direkt entgegen. War das bei euch auch so, dass das auch so berechnet wurde? Oder, man hat es berechnet, aber man darf die Illusion nicht haben, dass dann plötzlich Hundertschaften von Polizei künftig um die Ecken ziehen und die Basisdienststellen quasi mit Personal geflutet werden, das sie vorher nicht hatten. Diese Wünsche sollte man nicht erzeugen. Okay, wecken. Ja. Also es kommen Synergien raus, aber die werden teilweise von Erhöhung von Qualitätsstandards, Notrufzentren, sind technische Hochleistungszentren mittlerweile, die bei uns steigt die Notrufanzahl insgesamt der Einsätze permanent an. Ja? Und da wird auch Personal verbraucht. Also es wird nicht plötzlich auf die Straße gegeben und vor allen Dingen diejenigen, die aus manchen Behörden dann rausgelöst werden, sind auch nicht in der Lage, jetzt einfach einen Streifenwagen zu besetzen. Also das ist richtig. Ja, ja, klar. Das ist ein langfristiger Effekt, der die Organisation besser macht, aber nicht, dass da auf einen Schlag plötzlich dann freies Personal auf der Straße steht und fragt, wo kann ich den Streifenwagen besetzen und bürgernahe Polizeiarbeit machen. Ich glaube, das ist allen jetzt klar geworden. Auch nochmal gut, dass du es nochmal eingeordnet hast. Jetzt hat aber der Ingo Steiner sich gemeldet. Sagst vielleicht auch nochmal kurz, Ingo, zu deinem Hintergrund für alle. Ja, hallo Monika. Ingo Steiner, Fraktionsvorsitzender für die Grünen im Rhein-Sieg-Kreis. Dort seit 17 Jahren im Polizeibeirat beim Polizeipräsidium in Bonn. Und war auch zeitweise 5 Jahre noch parallel im Beirat der Kreispolizeibehörde Siegburg. Wir haben im Rhein-Sieg-Kreis die Besonderheit, dass wir sowohl Teile des Rhein-Sieg-Kreises beim Polizeipräsidium Bonn sind bei der Polizeibehörde, das ist der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis, und zwei rechtsrheinische Kommunen, bei Honnef und Königswinter. Und der Rest ist dann bei der Kreispolizeibehörde, die dem Landrat unterstellt ist. Oh Gott. Und, Entschuldigung. Und das sind halt so historisch gewachsene Geschichten. Es gibt da mehrere Anekdoten zu Adenauer, warum das so ist. Aber in der Erfahrung hatten wir beim Polizeipräsidium insbesondere vor circa 15 Jahren die Situation, dass halt Wachen zusammengelegt worden sind, was dazu geführt hat, dass in den linksrheinischen Kommunen, die Polizeiwachen vor Ort abgebaut worden sind und zentralisiert worden sind auf eine Stadt in Meckenheim, was natürlich zu viel Sorgen und Unruhe geführt hat. Das sind Sachen, die bei der Kreispolizeibehörde so nie geschehen würden, weil der Landrat natürlich darauf achtet, dass die Präsenz vor Ort sind. Es ist dann zwar unter der Polizeipräsidentin wohl so war dann wieder in der Form verändert worden, dass mehr Lokalbeamte vor Ort wieder geschaffen wurden. Aber das sind halt trotzdem immer noch so Strukturunterschiede, dass halt gerade so ländliche Kommunen, die Angst haben, in der Zuständigkeit eines Polizeipräsidiums dann nicht mehr so die Präsenz vor Ort zu haben,
wie sie wäre, wenn sie Kreispolizei ist. Und das ist halt ein Konflikt, den wir in Bonn immer wieder leben. Hier in der Region, Linksrhein-Sieg-Kreis Bonn, beim Polizeipräsidium immer wieder leben, auch wenn er faktisch, das ist meine Einschätzung, nicht da ist, weil sich mittlerweile halt das Polizeipräsidium so aufgestellt hat, dass man halt auch vor Ort aktiv ist. Wenn man eine Reform will, wo ich also durchaus auch positive Effekte sehe, darf das auf keinen Fall zulasten einer Präsenz vor Ort gehen und auch eines Abbaus von Wachen in den einzelnen Kommunen, Gemeinden. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was dann die Widerstände massiv oder auch erhöhen würde. Ich denke, das ist halt auch insbesondere im Kölner Raum, wenn man das Umland dazu nimmt, könnte dieses Problem genauso entstehen, weil auch da die Sorge ist, dass halt so ein großes Großstadt wie Köln dann halt von den Aufgaben der Polizei zum Nachteil des Umlands wäre. Danke. Ja, danke, Ingo, für deinen Beitrag. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir in den Diskussionen immer wieder entgegengeschaltet ist. Großbehörden, das hört sich ja dann schon so bedrohlich an, und dann kommt in der Fläche kein Personal mehr an. Und die Großbehörden ziehen das dann alles in die Zentren, in die Ballungsräume, und die Präsenz in der Fläche leidet unter den Großbehörden. Ich spitze das mal jetzt sehr zu. Das wird natürlich auch, ich verlasse jetzt so ein bisschen die Moderatorinnenrolle, merke ich gerade, weil ich zu sehr auch in der Debatte engagiert bin. Aber das ist, ich sage es jetzt einfach mal so, von den Landräten natürlich auch interessensgeleitet hochgezogen worden als Panikmache, dass, wenn wir das machen, vor Ort keiner mehr ankommt. Deswegen, Ingo, ganz wichtiger Punkt, wenn wir das kommunikativ stemmen wollen, muss es dazu auch Antworten geben auf diese Frage. Und wir hatten seinerzeit mal den Vorschlag dazu gemacht, dass dann in den neuen Polizeipräsidien, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage an Armin, ob ihr das auch so ähnlich gemacht habt, auch die kommunalen Gebietskörperschaften abgebildet sind. Das heißt, dass unterhalb eines Präsidiums dann die einzelnen Gemeinden, die dazugehören, sagen wir mal, das ist dann keine Kreispolizeibehörde Höxter mehr, sondern Direktion Höxter. So, aber es ist noch organisationsmäßig auch das Gemeindegebiet innerhalb der Polizeiorganisation abgebildet, sodass dann wiederum darüber, über Polizeibeiräte oder man kann ja Sicherheitskonferenzen machen, dann mit den kommunalen Akteuren auch eng zusammengearbeitet werden, wo dann die meinen, die kommen zu den Polizei an, auch direkt Ansprechpartner haben. Also diese Verzahnung mit den kommunalen Gebietskörperschaften, weil das von unseren Landräten, das, was Ingo gesagt hat, sehr stark als Gegenargument gebracht wird, dass in der Fläche dann nichts mehr da ist, weil die Zentren dann alles bestimmen. Also wie sind die Kommunen in eurer Struktur abgebildet und haben die da noch ein Wörtchen mitzureden, so um ihre Interessen auch zu vertreten? Finde ich auch einen spannenden Punkt. Wir haben unsere Organisationsstruktur auf der Ebene der Polizeireviere, heißt es bei uns, also der Streifendienste. Und jedes Polizeirevier hat Streifendienst, Ermittlungsdienst und sogenannte Polizeiposten in den kleineren Gemeinden. Die sind auch alle historisch gewachsen und sind teilweise zufallsabhängig entstanden. Also nicht jedes Polizeirevier ist am logistisch idealsten Ort, sondern auch da gibt es eine historische Struktur. Die haben wir gar nicht angefasst. Und im Gegenteil, man hat sie letztendlich mit einem Schutztitel versehen. Das heißt, bis zum heutigen Tage ist es den Polizeipräsidien untersagt, aus dem Bereich der Polizeireviere irgendwie Haushaltsstellen abzuziehen. Das schützt natürlich nicht vor Personalmangel im Zuge der Erfüllungsstände. Wenn kein Nachwuchs kommt und viel in Pension geht, ist das Problem trotzdem da. Aber Haushaltsstellen, also in irgendeiner Form eine Sogwirkung Richtung Ballungsraum, ist untersagt. Und wir haben auf der kommunalen Ebene quasi die Landkreise. Und die Landkreise bilden wir tatsächlich nicht mehr ab. Also der Landrat selbst hat nur den Polizeipräsidenten als Ansprechpartner. Wir bilden jetzt zum Beispiel bei uns 4 Landkreise ab. Also wir haben 4 verschiedene Landkreise und einen Stadtkreis. Und die politischen Entscheidungsträger müssen sich quasi an das Polizeipräsidium wenden.
Auf der tieferen Ebene der Bürgermeister gibt es dann die Zuständigkeit Ansprechpartner direkt beim Leiter und Leiterin des Polizeireviers. Und die Struktur gibt es schon immer und das sind auch alle gewohnt. Und die haben wir nicht angetastet und werden wir auch im Moment nicht antasten. Da gibt es keine Überlegungen dazu. Mhm. Vielen Dank. Ein ganz wichtiger Punkt, denke ich auch, weil wir sehen jetzt auch, ich wende mich jetzt nochmal zu den Chatbeiträgen, da ist viel Psychologie dabei. Ich finde das immer, ich versuche immer so rational daran zu gehen, aber ich glaube, wir müssen alle mit dem Thema auch zulassen, dass es Ängste und auch auf so einer emotionalen Ebene da auch was mit verbunden ist. Und das kommt jetzt auch im Chat nochmal zur Geltung. Da schreibt, jetzt weiß ich gar nicht, wer das geschrieben hat, also gerade die Kenntnis vor Ort hat bei uns bei Demo einen guten Erfolg. Die Vorstellung, dass die in der nächsten, in Anführungszeichen, Metropole entschieden wird, würde für mich ein erhebliches Eskalationspotenzial beinhalten. Und auch die Gefahr wird gesehen für mehr Gewalt gegen Demonstrierende. Aber hier kommt ja auch raus, wo wird was entschieden? Das heißt, die Polizei ist bei uns Versammlungsbehörde. Wenn ich eine Demo anmelden will, gehe ich zur Polizei, dort finden die Kooperationsgespräche statt. Und wenn das dann sozusagen in der nächsten Großstadt ist, die gar nicht wissen, so das ist ja dann auch wieder die Befürchtung, wie sieht das hier vor Ort aus? Und das ist ja immer ganz schwierig. Wo darf man demonstrieren? Wo steht dem irgendwas entgegen? Wo wird das entschieden? Ich denke mal, aber sowas kann ja dann auch vor Ort entschieden werden. Also das muss ja dann nicht, sagen wir mal, keine Ahnung, was jetzt zu Stuttgart alles gehört. Armin, ich nehme mal ein Beispiel hier aus NRW. Wenn dann irgendwie in Krefeld eine Demo ist, wird das ja dann nicht in Düsseldorf entschieden, nehme ich mal an. Also wenn die Behörden zusammengelegt werden. Also da muss ja vor Ort auch geguckt werden, wie sind die Dinge, also dieses Versammlungsbehörden-Thema finde ich auch nochmal spannend. Ist das dann dezentral oder zentral organisiert? Wir sind nicht Versammlungsbehörde. Die Polizei ist nicht Versammlungsbehörde. Die Versammlungsbehörde ist bei uns in kommunaler Hand. Das heißt, in der Stadt Freiburg ist es die Stadt Freiburg. Im Landkreis sind es die großen Kreisstädte oder wenn sie zu klein sind, sind es dann entsprechend die Landratsämter. Wir haben die Versammlungsbehörde in behördlicher Hand und strikt getrennt von der Polizei. Also sehr interessanter Aspekt. Nee, danke für den Hinweis, weil das sind natürlich auch Fragen in den Zuständigkeitsbereichen, wo wird was entschieden? Also diese Frage, das ist ja nur ein Beispiel, wird das dann ganz weit weg von meinem Wohnort entschieden von Leuten, die sich gar nicht auskennen? Wir nehmen das mal mit. Und dann kam noch ein Beitrag. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch immens wichtig ist, dass Vorgesetzte jeder Ebene die Veränderungen vertreten, ja, und auch untereinander miteinander umgehen. In der Bundespolizei wurden teilweise Inspektionen zu Revieren herabgestuft und anderen Inspektionen zugeschlagen. Das kratzte bei einigen am Ego. Danke für die offenen Worte. Die weiter mitzunehmen ist nicht einfach. Es müssen auch Vertrauensverhältnisse neu geschaffen werden. Ja, die Angst vor Degradierung, das ist natürlich nicht nur bei den Landräten, denen man was wegnimmt, die dann Sorge haben, dass sie nicht mehr so wichtig sind und dann vielleicht morgen auch die Kreise abgeschafft werden in NRW, was natürlich Quatsch ist, aber da sind auch Ängste mit verbunden, sondern es sind natürlich dann auch, dass man vielleicht herabgestuft wird in Zuständigkeiten und da eine mittlere Ebene mitgenommen wird. Und da will ich wirklich gleich nochmal, weil ihr so ein bisschen außen vor seid, Michael Mertens und Oliver Huth nochmal ins Boot holen. Weil ich denke, da sind die Gewerkschaften ganz wichtig, dass das in der Mitte, ja, in der mittleren Vorgesetzten eben mitgetragen wird und vermittelt wird. Das kann nicht top-down laufen, so eine Reform. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt für euch, wo ihr eure Rolle seht. Genau, das war nochmal ein wichtiges Argument. Und ein Argument war, dass die kleineren Dienststellen nicht kompetent sind. Wir haben sehr wohl Erfahrung damit, wenn uns auswärtige Bereitschaftspolizei aufgedrängt wurde und Gespräche auf Augenhöhe waren nicht mehr möglich. Ah ja, das ist dann immer, wenn im Tatort so ein Schnösel vom BKA kommt und uns hier erzählen will, was Sache ist. Das haben wir ja in jedem Krimi auch und es scheint auch in der Realität so zu sein, dass da so Augenhöhe dann nicht mehr möglich ist. Also wir sehen schon sehr viel Psychologie dabei, kein Tatort real, aber wir haben auch noch eine Wortmeldung. Aber ich würde dann nach Marc Peters dann nochmal die Rolle der Gewerkschaften beleuchten, wie ihr euch selber da seht, als Vermittler auch und Akteur bei solchen Reformen.
Marc Peters, bitte. Schaltest du zu, Sarah? Ja. Ja, hallo zusammen. Kurz Vorstellung, bitte. Ja, hallo zusammen. Besten Dank, dass ich hier sprechen kann. Wir haben bei uns schon eine kleine Reform der Polizei, der Kreispolizeibehörde. Wer ist jetzt hier? Sagst du genau, kurz, ich jetzt Hintergrund? Sagen, wer ich bin Marc Peters, ich sitze im Städteregierungstag in Aachen und bin auch Mitglied des Polizeiberates. Ja, unsere Problematik ist wie folgt. Wir haben jetzt alle politisch motivierten Aktivitäten bei uns in der Kreispolizeibehörde angesiedelt, und zwar alle politisch motivierten Aktivitäten zwischen Aachen Stadt und dem Rhein-Erft-Kreis und dem Rhein-Kreis Neuss, Entschuldigung, ich verwechsel das immer. Das heißt, alle Aktivitäten, die da stattfinden, und das sind einigermaßen viele, Stichwort Tagebau, muss jetzt personell seitens der Kreispolizeibehörde Aachen abgearbeitet werden. Das hat natürlich zur Folge, dass viele andere Aufgaben, ob es jetzt im kriminalpolitischen Bereich oder auf der im uniformierten Bereich ist, dass viele andere Aktivitäten liegen bleiben müssen von der Polizei. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Ich weiß, dass das eine politische Entscheidung seitens des Innenminister Reul gewesen ist, weil der Aachener Polizeipräsident, ich sag's mal vorsichtig ausgedrückt, unter großer oder unter starker Beobachtung des Innenministeriums steht. Aber letztendlich wird das ja alles auf den Knochen der Belegschaft dort gemacht. Und das kann es letztendlich nicht sein. Da sind wir ja wieder bei dem Thema Personalgewinnung. Und das ist ja nun auch ein landesweites Problem, was eben schon mal angesprochen worden ist. Also ich weiß nicht, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Das ist jetzt meine Sichtweise aus einer großen Behörde. Ja, danke auch für den Beitrag. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben 17.40 Uhr, geht es weiter und wollen vielleicht alle auch noch mal zwischendurch kurz noch ein Getränk holen. Ich würde tatsächlich jetzt, können gerne noch mal über den Chat Beiträge machen, aber die Runde so ein bisschen zum Schluss bringen und schon mal bilanzieren. Also wir hören, es gibt sehr viele rationale Argumente. Die Beispiele aus Baden-Württemberg finde ich nach wie vor immer auch doch überzeugend, dass es sich tatsächlich lohnt, so etwas anzugehen. Aber eben auch, und das muss man sehen, und das fand ich jetzt nochmal sehr gut, sehr viel Ängste und Schwierigkeiten, sowas umzusetzen. Und ja, würde ich doch nochmal an den Oliver Huth und Michael Mertens die Frage richten, seid ihr da als Organisation bereit mitzumachen? Wäre das ein Thema? Und wie seht ihr eure Rolle auch in der Vermittlung, in der Fläche, das als Moderatoren? Weil ohne euch, sage ich jetzt mal einfach, geht sowas natürlich gar nicht. Ja, also das ist ja klar. Oder gegen euch. Ja, Monika, dass wir bereit sind, an der Diskussion teilzunehmen, zeigen wir schon, dass wir heute mit dabei sind, mit euch zu diskutieren über dieses Thema. Es geht viel über Überzeugungsarbeit. Ich fand eben total klasse vom Kollegen Bodert aus seinen Schilderungen heraus, dass es gar nicht darum gehen muss und darf, Synergieeffekte zu schaffen, weil ich glaube, an dem Punkt sollten wir auch ehrlich zueinander sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht überzeugend. Das hat bei keiner Neuerung funktioniert, Synergieeffekte zu sammeln, sondern es ging darum, anders aufzustellen, die Polizei anders zu gestalten. Und eben war das Wort Parameter genannt worden. Woran machen wir fest, wie wir werden wollen, was muss besser werden? Und das muss vorher formuliert werden. Und dann kann man in die Diskussion einsteigen, wie man das erreichen kann. Jeder wird sagen, der ganz neutral auf das Thema schaut, 47 Kreispolizeibehörden, Olpe und Köln im direkten Vergleich, das macht keinen Sinn. Aber man muss das Bessere formulieren. Das muss ganz vorne wegstehen. Und der Vergleich mit anderen Bundesländern hat ganz toll gezeigt, als wir als Versammlungsbehörde kamen. Wir sind Versammlungsbehörde, Baden-Württemberg ist es nicht. Also auch da müssten wir darüber reden, wie wir umgehen. Und mir geht es darum, eine Organisation zu finden, die Straftaten verhindert, die Straftaten aufklärt und die nah an den Menschen ist. Und diese Nähe zu den Menschen darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Und wenn wir Leverkusen und Köln bewerten, dann kann ich hier mal sagen, vor Beginn der Neuorganisation bis heute war im Wachdienst in Leverkusen, die für die Menschen in Leverkusen da sind, doppelt so viele Kolleginnen und Kollegen wie heute. Warum? Weil alles, was in Leverkusen passiert, nicht so wichtig ist
wie die Probleme rund um die Domplatte und die Kölner Altstadt. Das ist polizeiliche Realität und dem müssen wir uns stellen. Ich bin beim Telefon, dem müssen wir uns stellen. Also lassen Sie uns alle mal offen darüber diskutieren, Monika, das werden wir ein Anliegen, und dann sagen, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen und wie wollen wir es erreichen. Und dann können wir vielleicht ins Gespräch kommen. Ist ja schon mal ein Startpunkt. Auch die Aussage, es wäre gut, wenn alle Polizeibehörden alle Aufgaben selbstständig wahrnehmen könnten. So weit bist du noch nicht, aber als Einstieg in die Diskussion, Ziele zu formulieren, Bürgern, wie eine bürgernahe, effiziente Polizei aussehen kann, dann legt man die Organisation daneben und identifiziert dann, wo man da an Stellschrauben drehen kann. Ich glaube, der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist etwas weiter, Herr Huth. Dafür sind wir nicht am Anfang der Diskussion, sondern wir wagen uns etwas weiter voran. Ne? Also es ist so, dass wir natürlich im vorpolitischen Raum oder auch in der Vertretung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im politischen Raum da natürlich ein Bindeglied sein können und müssen. Wir hören auf der einen Seite in die Belegschaft rein und auf der anderen Seite beraten wir Politik. Klar ist im Moment die Situation bei der Kriminalpolizei ist so, dass gerade in den Landratsbehörden viele meiner Kolleginnen und Kollegen überfordert sind mit dem, was sie da können müssen. Das fängt mit Führungskräften an. Wir haben einen riesen Melting-Pot von Deliktsfeldern, die dort bearbeitet werden müssen. Wenn Sie sich einen Leiter einer Organisationseinheit in der Landratsbehörde angucken, der ein Kommissariat leitet, da werden teilweise bis zu 13, 14 verschiedene Delikte bearbeitet. Er ist der Einzige, der am Ende des Tages noch den Fachverstand hat, das dann auch entsprechend in der Fachführung dann bewerten zu können, die Kolleginnen und Kollegen anleiten zu können. Das kann man eigentlich so in der Führungskraft kaum mehr zumuten, wo alle nach Spezialisierung rufen und Deliktsfelder wirklich anders bearbeitet werden müssen, noch als vor 10 Jahren. Und das Zweite ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich mit der Kompetenz, die sie an den Tag bringen müssen, überfordert sind. Wenn sie einmal oder zweimal im Monat eine Leiche sehen und die bearbeiten müssen, ist die Lernkurve eine andere als eines Kollegen, der im Polizeiabteilung Köln in der Karwache arbeitet. Und wenn Sie dann nicht einen Rahmen haben, dienstlichen Rahmen, einen Kontext haben, wo Sie angeleitet werden, wo Sie das lernen dürfen, wo Sie erfahrene Kollegen haben, die da mitwirken, dann ist die Lernkurve niedrig und die Fehleranfälligkeit höher. Und das Dritte ist, dass die Kollegen mit ihren Ressourcen, die sie im Moment zur Verfügung haben, in vielen Feldern tatsächlich in der Bearbeitungstiefe auch mit dem Anspruch der Staatsanwaltschaft überfordert sind. Wir haben immer wieder Diskussionen, die in der Gewerkschaft geführt werden, die an uns herangetragen werden, was zum Beispiel die Bildung von Ermittlungskommissionen angeht. Ja, wir haben da gar keine Standards. Das Land Nordrhein-Westfalen kümmert sich seit Jahrzehnten nicht darum, was eigentlich ein Führer einer Ermittlungskommission können muss. Ja, wir wissen auch gar nicht, wie besoldet werden. Wir wissen auch gar nicht, im Übrigen, wer das macht. Das hat mal eine kleine Anfrage der CDU in der Oppositionszeit ergeben. Es kann Ihnen keiner sagen, wer in Nordrhein-Westfalen als Leiter einer Ermittlungskommission zum Bekämpfung des Wohnungseinbruchs benannt worden ist. Wer hat die Taufe bekommen und soll das auch können? Standards, die überall fehlen, da müssen wir unbedingt dran. Am Ende des Tages ist es so, wir müssen uns so aufstellen, dass meine Kolleginnen und Kollegen die gleichen Kompetenzen erwerben dürfen und eine Handlungssicherheit haben und vor allen Dingen auch vor Aufgaben gestellt werden können, die sie lösen können. Das ist in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall und das werden alle Mitglieder von uns da schreiben und deswegen müssen wir da dran. Es gibt viele Wege nach Rom, aber wir müssen die Wege gehen und das müssen diesmal vielleicht auch in Zukunft große Schritte sein, weil Digitalisierung haben meine Vorredner immer wieder angesprochen. Die Welt dreht sich teilweise vielleicht auch schneller, bildlich gesagt. Und mit dem Apparat, mit dem wir im Moment tätig sind, kommen wir da nicht weit. Das heißt, ich nehme von Ihnen mit, es sind nicht nur, aber eben auch die Strukturen, die von Ihrer Seite aus in Ihrer Analyse, was fehlt und wo wir Unterstützung für die Kriminalpolizei brauchen, auch in den Strukturen, so würde ich das aber verstehen, aber nicht nur in den Strukturen liegen. Ne? Das, die Strukturen sind schon rahmengebend, das muss man schon sagen. Die Strukturen haben einen wesentlichen Anteil, haben die daran, dass die Kriminalpolizei den gesetzlichen Auftrag nicht so wahrnehmen kann, wie sie soll und dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Das ist teilweise auch Ergebnis der Strukturen. Wie gesagt, wenn ein Führer einer Kriminalpolizei, einer Landratsbehörde sein Arbeitsfeld organisiert und er sagt, er muss ein Drittel seines Personals zur Bekämpfung der Kinderpornografie aufstellen. Der hat ja jetzt nicht vom Ministerium ein Drittel mehr Personal bekommen, weil er da Nöte hat. Ja. Dann zeigt das einfach, dass bleiben andere Felder liegen. Und das muss man offen in der Öffentlichkeit so sagen. Wir machen gewisse Dinge im Moment nicht mehr so, wie der Bürger das erwartet und erwarten darf. Und das kann man abdecken, wenn man andere Organisationseinheiten zusammenbaut, flexibler ist in der Organisationsstruktur. So geht es derzeit nicht. Und ich glaube, da rede ich aus dem Herzen von vielen Führungskräften. Ich möchte eins kurz ergänzen. Ja, bitte. Ich glaube, das ist falsch vorgekommen. Oliver sagte, die werden überfordert. Das lasse ich so nicht stehen. Ich glaube, das war auch nicht gemeint. Sie sind überlastet.
weil in vielen Bereichen das Personal fehlt. Überfordert heißt, sie können es nicht, sondern sie haben einfach zu viel zu tun. Und übrigens, die meisten Überlastungsanzeigen gibt es in den großen Polizeipräsidien bei der Kripo. Also daran sieht man, dass die Größe nicht immer für die Überlastung entscheidend ist. Wenn man Strukturveränderungen machen will, muss das aber auch einhergehen mit dem weiteren Personalaufbau, insbesondere auch bei der Kripo. Das ist ganz wichtig. Also ich habe es schon auch ein Stück weit, ohne da Kollegen nahtreten zu wollen, als Überforderung wahrgenommen, weil sie einfach in Strukturen und unter Rahmenbedingungen arbeiten, die ihnen das nicht ermöglichen, da sagen wir mal so, das nötige Spezialwissen zu bekommen. Also ich habe das schon auch ein Stück weit als Überforderung verstanden, ohne zu sagen, die sind ja zu doof dazu, sondern sie haben Rahmenbedingungen, in denen sie da nicht die Kompetenzen so haben können und entwickeln können. Ist auch als Überforderung gemeint. Es geht nicht darum, dass Kollegen individuell irgendwie, dass denen was fehlt oder die nicht wollen. Es ist einfach so, dass man denen das Handwerkszeug nicht gibt. Und das ist nicht eine Holschuld, sondern eine Bringschuld vom Dienstherrn, gewisse Dinge abrufen zu können. Ich kann Ihnen Kolleginnen und Kollegen aus Landratsbehörden fast namentlich benennen, was ich hier nicht tue, die bei der Bekämpfung der Kinderpornografie krank geworden sind, weil die Performance, die sie leisten mussten, gerade auch die Ansprüche der Staatsanwaltschaft, die in die Polizei projektiert werden, nicht abliefern konnten. Das hing an den Rahmenbedingungen. Gucken Sie uns den Fall Lüchte an. Wenn eine Kriminalpolizei so aufgestellt ist, dass ein Auszubildender Datenmaterial auswerten soll, der dieses Themenfeld Kinderpornografie im Studium so gut wie gar nicht lernt, da sind wir bei der Kripo-Ausbildung, dann ist das eine Überforderung. Ja. Und das kann man durchziehen, ja, gerade das in den exponierten Bereichen. Ich habe die Rechtsschutzanträge, wo Kolleginnen und Kollegen entsprechende Sorgen haben, wo die Behörden an sie herangetreten sind, weil der Dienst nicht richtig durchgeführt worden ist. Das ist kein Einzelfall. Und deswegen fordern wir ja auch eine Kripo-Ausbildung, weil wir sind die Einzigen in der Polizei offensichtlich, die das nicht lernen dürfen, was wir können müssen. Und die Ansprüche sind enorm, aber das ist im öffentlichen Raum schon zigmal diskutiert worden. Es geht nicht darum, dass ich hier mich despektierlich im Leben nicht über meine Kolleginnen und Kollegen äußern will. Es geht einfach darum, eine Ist-Standsanalyse vorzunehmen. Wir dürfen im Moment das nicht lernen, was wir können müssen, um unsere Aufgabenerfüllung durchzuziehen. Und zweitens, exponierte Felder der Kriminalitätsbekämpfung sind auch Lernfelder. Ja? Und wenn die Lernkurve kleiner ist, weil ich gewisse exponierte Sachverhalte nicht so oft habe und abarbeiten muss, dann kann ich die Performance nicht bringen. Und das wäre in großen Organisationseinheiten, wo ich vernünftig angelernt werden kann, wo die Zersplitterung der Dienststellen in den Themenfeldern nicht so enorm ist, wo Fachaufsicht nicht so durchgeführt werden kann, wäre das was anderes. Und das muss man den Kollegen angedeihen lassen. Das tun wir im Moment nicht. Da muss ich mich deutlich vor die Kripo stellen. Das Handwerkszeug, was die können müssen, wird ihnen im Moment nicht beigebracht. Und das ist eine Achillesferse in der Sicherheitsarchitektur. Danke für die offenen Worte. Ich würde das aber trotzdem noch mal zweiteilen wollen. Wir reden über Strukturen. Das ist das eine als Rahmenbedingung. Und die ganze Debatte der Ausbildung brauchen wir auch in der Ausbildung. Andere Strukturen, Stichwort Spezialisierung, ist jetzt eine andere Debatte, die heute nicht auf der Tagesordnung steht, die aber auch in Ihre Argumentation mit reinfließt. Aber ein Teil eben auch die Strukturen. So habe ich das verstanden. Jetzt gibt es noch zum Schluss ein paar Chat-Hinweise, die wichtig sind, die ich sehr wichtig finde, nochmal aus Baden-Württemberg. Ihr habt keine politischen Beamten an der Spitze der Polizeipräsidien. Spannende Debatte bei uns. Ist das richtig, wie wir aufgestellt sind? Sozusagen ein politischer Beamter, das heißt, politischer Beamter heißt hire and fire. Das heißt, er wird vom Innenminister eingesetzt, er kann aber auch morgen wieder abberufen werden. Das nennt man politischen Beamten. Und sowas gibt es bei euch nicht, sondern ihr habt das mit Polizeibeamten besetzt. Ist bei uns so ein ganz heißes Eisen, weil einige sind jetzt Polizeibeamte, einige wieder nicht. Debattenblock, ich sag mal, setze ich mal mit auf die Liste, weil dass wir das mit den Landräten kritisch sehen, ist, glaube ich, also zumindest bei uns jetzt Konsens, dass unbedingt jetzt politisch gewählte Kommunalpolitiker Chef einer Polizeibehörde sein sollen, dass es nicht ganz so klug ist. Aber die Form der politischen Beamten in Frage zu stellen, würde ich auch noch mal gerne auf euch zukommen in Baden-Württemberg, weil das ist bei uns noch mal so was ganz Spezielles. Und ein großes Thema für sich, wer soll die Polizei dann führen? Und was sind das für Leute? Und können die also morgen auch einmal wieder rausgeschmissen werden? Oder wie gesagt, sind das dann andere? Und jetzt kommt nochmal so richtig hier eine Breitseite gegen die Landräte. Das ist nicht schön, die als Provinzfürsten zu bezeichnen. Ich hoffe, es sind keine Menschen aus dem ländlichen Raum hier. Das ist nochmal, glaube ich, von dem Dirk gekommen. Aber klar ist, es ist etwas despektierlich formuliert.
ist das von dem Dirk Schimanski gekommen? Wenn man Schimanski heißt, darf man das, ne? So etwas despektierlich sein. Aber klar ist, ich glaube, die Analyse sind wir alle einig, dass Kommunalpolitiker an der Spitze der Polizei, die in anderen Kategorien denken, weil sie auch mal wiedergewählt werden wollen, was auch völlig berechtigt ist, dass das nicht so eine kluge Geschichte ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und genau, da gab es noch den Hinweis. Und werden die Mitarbeitenden bei diesen Tätigkeiten, das geht jetzt nochmal um sexualisierte Gewalt gegen Kinder, können wir mal irgendwie aufhören, über Kinderpornografie zu reden? Jedes Mal, wenn ich das Wort höre, gibt es bei mir irgendwie so einen Stich in der Magengrube. Das wäre, glaube ich, es ist sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und da gibt es nochmal die Frage mit psychologischer Aufarbeitung. Hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber kann das vielleicht, Herr Huth, können Sie das vielleicht gerade mal beantworten? Haben Sie da genug Unterstützung für die Kollegen, die das machen? Also da wird viel gemacht. Das Innenministerium hat da wirklich Programme aufgelegt in der psychosozialen Betreuung. Das muss allerdings auch aufgedehnt werden, weil wir auch immer mehr merken, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Mordkommissionen bearbeiten, Mord und Totschlag, auch psychisch enorm leiden. Wir haben Kollegen, die bearbeiten Völkerstrafrechtssachverhalte, gerade im Landeskriminalamt zentral. Die gucken sich die gruseligsten Videos an. Aber der Dienst, der ist da Wege gegangen. Das ist jahrelang vernachlässigt worden. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir müssen bewerten, ob das wirklich ausreicht. Weil das ist wirklich eine Tagesentscheidung, wann es dann irgendwann zu viel sein kann für den einen Kollegen, für die Kollegin, und dann muss gehandelt werden. Aber da wird viel gemacht, da kann man sich im Moment nicht beschweren. Das ist gut zu hören und das würde ich auch ein ausdrückliches Ausrufezeichen hintermachen. Also die Arbeit, die da geleistet wird, meine Hochachtung, und die ist so wichtig, und dass da der Schwerpunkt auch gerade gesetzt wird, hat ja auch unsere Unterstützung aus der Opposition. So, wir sind ja nicht überall meckerig und wollen das auch nochmal entsprechend wertschätzen. So, jetzt kommt noch der Block zur Ausbildung. Das ist richtig, das wäre sozusagen unser nächstes Thema, aber wir waren halt bei den Strukturen und ich muss leider die spannende Runde jetzt abbinden mit Danke natürlich erstmal an unsere Gäste. Das war ausgesprochen spannend und genau, das Thema Ausbildung werden wir uns als nächstes sicher auch nochmal vornehmen, ist aber auch in der Mache, also da müssen wir auch ran. Wir haben das ja auch, ich habe die Verena im letzten Innenausschuss vertreten, Herr Huth, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen, gab es ja auch die Debatte wieder im Innenausschuss dazu, sind wir da in der Ausbildung und in dem Weg, bis die Menschen in den Kommissariaten ankommen, auf der richtigen Spur, oder müssen wir mehr Spezialisierung, bessere, schnellere Wege in die Kommissariate ermöglichen? All das läuft auch, ist halt nicht Thema für uns heute. Ich würde es heute so abbinden, dass alle jetzt noch pünktlich wieder in die andere Runde kommen, dass wir sehr viele gute rationale Argumente, glaube ich, haben für eine Strukturreform, das aber noch lange nicht heißt, dass wir morgen so einen Prozess gut organisiert mit denen, die betroffen sind, die dann mitgenommen werden, auch organisieren können. Wir sind hier auf Kooperation angewiesen. Deswegen danke an Herrn Huth, das waren für uns auch, ja, sagen wir mal, nochmal einen Schub, uns dem Thema zu widmen. Und danke, Michael Mertens. Ich weiß, wie schwierig das bei euch kommuniziert und wie schwierig das diskutiert wird, aber auch für deine Bereitschaft, da im Gespräch zu bleiben. Denn ich bin zwar jetzt nicht mehr lange hier dabei in der Politik, aber ich werde ja nächste Legislaturperiode nicht mehr dabei sein. Aber es muss irgendwann angegangen werden. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, weiter uns vor diesem Thema zu drücken. Und deswegen danke auch für die Bereitschaft, Michael Mertens, dass die GdP sich da auch beteiligt. Armin, danke, das war sehr wertvoll und für uns auch wichtig, wenn wir immer mal wieder auf euch zurückgreifen können, wenn es denn vielleicht soweit ist und wir so einen Prozess auch in NRW mal schaffen könnten. Mit viel Ratio, aber auch mit viel Empathie. Eine Verbindung aus Ratio und Empathie, würde ich mal sagen, wäre hier die Grundlage, um so einen Prozess starten zu können. Danke auch für die engagierte Diskussion und die guten Beiträge. Wie gesagt, es wird aufgezeichnet und ihr müsst jetzt alle wieder in den anderen Link reingehen, um im Livestream dabei zu sein. Und da geht es jetzt auch gleich in einer Minute weiter. Vielen herzlichen Dank, auf bald und noch viel Spaß und ja, jetzt bei den weiteren Beiträgen. Es geht ja jetzt weiter.